Hallo Leute, schön, dass ihr unser Video schaut. Heute haben wir hier mal einen Teil mit 181 Teilen von Lone Star Bricks. Ein Katapult, das haben wir gekauft bei Bausteinreich und kostet 14,95 €. Ja, ist auch original verpackt. Dann wollen wir mal aufmachen. Ja. Yep. Komm her. Ach, immer ich. Plastikfolie weg. Dann ist es auch immer schön frisch. Das ist Frischhaltefolie. Und dann noch ein Karton, der verklebt ist. Ja, ist doch schön. So, so. Dilemma. Ja, finde ich gut. Das gefällt mir. Komm, das kannst du mal ruhig hier vorne hinstellen, damit die Leute auch sehen, von welcher Firma das ist. Lone Star Bricks. Ja, Bausteinreich. Bausteinreich. Ist beides eine in einer Familie, sagen wir so. Sieht gut aus. Die A4 Anleitung. Das Größte ist zu finden. So, dann hier. Auf geht's, mein Freund. Keine Müdigkeit vor. Oh, für jeden gibt's hier was. Ui. Auch für den, der nicht will. Also für dich. Ich lege das mal hier hin, dann nimmst du mal die erste Seite. Und die kannst du auch umdrehen dann. Ja, finde ich gut. Ich zeige euch mal hier kurz die Anleitung. Schön bebildert. Das ist fast alles braun und dark gray. Dark blue gray, sorry. Ich muss jetzt hier mal kurz abzählen. 10er Stangen. Das sind 10er Stangen. Davon brauche ich 2 Stück. Dann nimm sie doch. Dreier brauche ich 3 Stück. Da haben wir sie. Ein 4er und ein 1x1er. Kleinteile, wo seid ihr? Ich wusste doch, mir ist was runtergefallen. Habe ich gemerkt. Ja, und nu? Was ist nu? Ja, ich gucke gerade, wie das zusammengebaut wird. Weil, dafür haben wir eine Bauanleitung. Ich gucke gerade, wie die Abgrenzungen sind. Und schon 3er und 4er. Ja, ein Original schmeiß hoch. Dann geht's hoch zu. Okay, da kommt die Ecke. Und der hier, jetzt brauchen wir 2 Achter, die habe ich hier gerade liegen, 2 Sechser, 1 Dreier und 2 Winkel. Ich habe 2 Winkel schon zusammengeliefert. Ja, du kannst auch auseinander haben. Das ist gut. Hast du was zu tun? Oh, nö, komm ich aus dem anderen. Ah, hab doch schon, hab doch schon. Heilig Gewitte. Fast davon aus, dass die hier hinkommen.
Also die Klemmkraft ist sehr gut. Also gute Steine. Ja, das auf jeden Fall. Ich werde mir gleich ein paar Steine mal angucken. Ein bisschen näher. 6x8 da. 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Aus Fliesen, die ich hier brauche. Ein davon, mit 3er, eine 6er Fliese. Mit 3 6er Fliesen. Mal, jetzt hätte man eine 3er Fliese. Oh, das Katapult hat Klemmi gestellt. Dieses Bild hat unheimlich geholfen, weil hier ein bisschen was unklar war. Ja. Egal, es ist gelöst worden. Aus ein paar Kleinigkeiten, die da gelöst sind. Eben gerade habe ich wieder was gesehen. Was er vergessen hat. Genau, es geht einiges vergessen, was es nicht richtig sieht. Das Thema. So. Jetzt erstmal oben das Katapult. Es sieht gut aus. Die Teile sind von der Klemmkraft super. Passt so alles. Wir haben hier unten das Gewicht. Oben der Schwungarm. Kann auch hier mit der Drehding nach unten. Im Drehkreuz. Drehkreuz, genau. Das Rad wird dann einfach nach drinnen reingeschoben. Das ist arretiert. Dann kann man auf den Teller hier die vier Geschosse legen. Ich denke mal, dass es vier Geschosse sind. Ja. Und dann kann, ja, damit kann man keinen Auge aufpassen. Das ist. Genau, man kann es einfach schwingen lassen. Ja. So, das einzige Problem war hier oben ist
eine Kreuzstange zu setzen. Ne? Genau, die ist ein bisschen zu kurz, die könnte etwas länger sein, so ein... Wir haben garantiert irgendwo eine rumfliegen, die werden wir dadurch ersetzen. Ja. Ansonsten ist es ein wunderschönes Teil. Ja, Teilequalität wirklich gut. Ja. Was mir auch gefällt, ist die Leitung zum Reparieren. Ich habe es extra ein bisschen kreuz und quer gemacht. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Ja, da müssen wir flutscht oben einmal Fett reinmachen beim Schießen. Ah, das sieht man hier. Das Graub ist sehr gut dazu. Die Stütze gebaut, finde ich optimal. Ja. Macht Spaß. Auch der Bau macht Spaß. Absolut. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Das Bild mal auf dem Karton. Dann haben wir hier drei DIN A4 Seiten, die beidseitig bebildert sind mit den Bauabschnitten. Leider etwas dunkel geraten, also ja. Dunkelbraun gedruckt. Beim Fotografen ein bisschen hellen sollen. Aber das. Naja, man soll ja auch was zum Bauen haben. Ne? Ich finde es toll. Ja. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Antikes Zeug. Genau. Ja, Leute. Was benutzt. Ja, und für, wenn du schlechten Empfang hast oben auf der Satellitenschüssel, dann... Ja. Also, ihr wisst Bescheid. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Und wir verabschieden uns mit... Bei Bausteinreich gibt's das, wenn ihr das wissen wollt. Tun wir es unten verlinken? Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Video. Tschöne. Tschüss.